Wenn ich Ihnen sage, dass täglich 1500 Finanzlobbyisten in Deutschland daran arbeiten, die Interessen der Finanzbranche gegen den Rest der Gesellschaft durchzuboxen, woran denken Sie dann? Ich denke an Berlin-Mitte. Hier gibt es eine extrem große Dichte an Lobbyorganisationen für die Finanzbranche. Der Finanzlobbyismus ist in Verbänden meistens organisiert, also Organisationen, die die Interessen der Finanzindustrie hier in die Politik einspeisen sollen. Und das machen sie ziemlich erfolgreich. Wir von Finanzwende haben versucht, Licht in das Dunkel zu bringen und in einem Bericht abzubilden, was macht eigentlich die Finanzlobby und wie viele sind das eigentlich und mit wie viel Geld. Das ist eine enorme Menge an Geld und Personal. Da können unabhängige Organisationen in der Zivilgesellschaft nicht mithalten. Einer der wichtigsten Verbände, wenn nicht sogar der mächtigste, ist der GDV, der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, mit mehreren hundert Mitarbeitern und einem Jahresbudget von über 60 Millionen Euro. Ja, kein Wunder, dass in der Versicherungswirtschaft vieles zulasten der Kunden geht und gut für die Versicherungsgesellschaften ist. Und dass der GDV gerade hier seinen Sitz gewählt hat, ist kein Zufall. Das ist nämlich nur einen Steinwurf entfernt vom wichtigsten Ort für alle Finanzlobbyisten, nämlich dem Finanzministerium hier in der Wilhelmstraße. Hier sind die Einflussmöglichkeiten der Lobbyisten besonders gut. Denn während es bei den Anhörungen im Bundestag ja Öffentlichkeit gibt, findet hier vieles hinter verschlossenen Türen statt. Und bei mancher Verbändeanhörung sind die Finanzlobbyisten praktisch unter sich. Da gibt es dann überhaupt keinen Repräsentanten der Zivilgesellschaft. Kein Wunder, dass die Interessen der Finanzbranche dann manchmal 1:1 ins Gesetz wandern. Hier ist der Sitz des Bankenverbandes BDB, in dem alle großen Privatbanken, also auch Deutsche Bank, Commerzbank, organisiert sind. Und wir konnten ihm nachweisen, dass sein Regelungsvorschlag zu den sogenannten Cum-Ex-Geschäften 1:1 ins Gesetzesblatt gewandert ist. Und daraufhin gingen diese kriminellen Geschäfte erst so richtig ab. Gesamtschaden für den deutschen Steuerzahler über 10 Milliarden Euro. Bislang fehlten Fakten zur Größe der Finanzlobby in Deutschland. Deswegen haben wir versucht, mit unserem Bericht da endlich mal Licht ins Dunkel zu bringen. Und es zeigt sich ja, wie groß diese Macht ist, die es schafft, immer wieder die Gesetze zugunsten der Finanzindustrie zu ändern. Vor allem aber braucht es ein Gegengewicht gegen die Macht der Finanzlobby. Viele Bürgerinnen und Bürger, die mitmachen, damit sich etwas ändert. Machen Sie mit!